machen wir mal meinen Koffer auf. Darauf habt ihr bestimmt alle gewartet. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Ja, ich gebe zu, ich hätte ihn putzen können. Schande über mein Haupt. Aber ja, da oben kommt natürlich schnell Staub drauf. Und wie gesagt, ich muss mir bald eine andere Lösung einfallen lassen. Vielleicht gibt es dann auch mal einen Schminktisch. Schauen wir mal. Wobei, jetzt gab es erstmal einen neuen Hintergrund für mich. So, also, so sieht es dann also von innen aus. Mit Puder, da habe ich mal einen Balea Young. Der sollte irgendwie gut gegen Spotte sein. Dann meinen einzigen Rouge Powder. Also, wirklich das einzige Rouge, das ich besitze. Weil ich Rouge einfach nicht benutze. Ich finde, wenn ich das hinmache, dann sehe ich aus, als wäre es mir mega heiß oder so. Also ich habe das noch nicht so richtig, ich habe mich noch nicht so richtig damit angefreundet, sagen wir so. Hier nochmal Bronzing Powder. Der sieht komisch aus ein bisschen, der ist so dunkel und zwar, weil der mal kaputt war, den habe ich dann so repariert. Habe ich jetzt auch nicht wirklich ausprobiert. Ist halt so ein matter, nicht so glänzend und ich mag es da schon gern glänzend. Hier also all meine Lidschatten, hier haben wir mehr so Paletten. Ja, von Manhattan einfach ein paar verschiedene. Die fand ich ja immer geil, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Wie gesagt, ich habe zurzeit einfach kein Make-up mehr zu kaufen können, weil ich immer nur auf Baby eingestellt war. Aber das ändert sich jetzt, ich bin auch noch da. So, ja, also die fand ich auf jeden Fall noch voll cool, weil da hinten einfach noch, ich weiß nicht, ob man sieht, so eine Beschreibung drauf hat, wie man das anwenden soll und dann ist man schön geschminkt. Fand ich gerade so am Anfang cool. Ja, und dann haben wir hier einfach ein paar andere. So grün, so voll ausgefallen. Darunter auch noch so eine kleine Palette von Manhattan. Gut, dann habe ich hier noch ein paar von MAC. Ganz viele von Essence, P2. Einfach die verschiedensten Farben und einfach so kleine Dinger. Ja, damals wusste ich noch nicht, dass es vielleicht auch Paletten gibt oder halt richtig so, ne? So, dann klappen wir mal weiter. Haben wir hier einfach mit Augenzeug, das heißt Cara Eyeliner, Kajal und so anderes Zeug, was mich ganz auf die Augen schmiert. Ja, da haben wir erstmal hier meine Mascara, dann sind hier noch so Ersatzgummi-Dinger von meiner Wimpernzange drin. Hier ist übrigens, also ich benutze Wimpernzange jetzt nicht oft, irgendwie sehe ich keinen Effekt oder die ist einfach zu schwierig, ich weiß nicht. Dann haben wir dann nochmal so einen Augenbrauenstift, den ich ja gerne benutze, von Catrice. Ja, verschiedene Lidschatten und mein Lieblingskajal von Zoeva. Also ich finde, der Zoeva-Kajal war auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber der war richtig, richtig gut. Der war schön cremig, konnte man gut verteilen, aber hat sich trotzdem nicht einfach so schnell verwischt oder so. Von Artig eine Eyeshadow Base. Ja, die habe ich auch oft benutzt, aber ich finde irgendwie die von Essence besser, obwohl die viel teurer war. Da habe ich noch so eine Camouflage. Dann haben wir hier die Synergen für unreine Haut, ist die anscheinend. Die habe ich mir damals gekauft. Als ich bin ein paar Wochen alt war, da hatte ich noch mega Pickel, weil ich von der Schwangerschaft mega Pickel bekam. Dann von Art Deco die Camouflage und von Catrice eine Camouflage. Also hier ist alles drin, was so abdecken soll. Genauso wie der Balea abdeckt. Dann haben wir hier ein paar Lippensachen, einen Lipbalm, einen mega geilen roten Lippenstift, der ist so cool. Dieses Rot ist richtig geil auf der Lippe. Hier muss ich gleich mal swatchen, da müsst ihr echt mal sehen. Der ist so, so schön. Genauso wie, boah, den muss ich auch zeigen. Also den hatte ich, glaube auch in einer Beauty-Box und den hier auch übrigens. Und der ist auch richtig cool. Ich habe noch nie so ein leuchtendes Rot gesehen. Das ist auch richtig geil, sieht auch richtig cool aus. Ja, also es kommt in der Kamera nicht annähernd so gut rüber, wie es aussieht, wirklich. Das hier ist so ein Nude-Stift. Ich weiß nicht, welchen ich den habe, aber da steht ein Model-Code drauf. Das ist dann das gleiche wie das vorhin, also wird das auch von einer Beauty-Box sein. Das war's dann mit den Lippen. Dann kommen wir hier nochmal zu Augen und zwar geht es hier jetzt um Eyeliner speziell. Ich habe zu viele Lidschatten, deswegen liegt der hier noch mit drin. Und der hier. Aber normal geht es hier einfach um Gel-Eyeliner. Also wir haben hier einen Gel-Eyeliner, das ist so, ja, so blau-grün-Gemisch. Und hier haben wir einen grauen. Und das ist auch fürs Auge, das war halt so ein kleines Zeug von Nivea.
Wimpernkleber auf jeden Fall. Ich habe mir nur zweimal oder so in meinem Leben Wimpern geklebt, also da habe ich auch nicht so Übung. Das hatte ich ja in meinem Adventskalender, genau, das ist einfach auch mit hier drin als Eyeliner und noch so normale Eyeliner. Dann haben wir hier einfach noch Wimpern, die ich nie benutzt habe, beziehungsweise einfach so Wimpernbüsche. Und ich finde es mega schwer drauf zu machen, ich muss da vielleicht mal ein Video oder so anschauen, um zu wissen, wie das geht. Dann haben wir hier so eine kleine Palette, auch von Klairs, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genau. Lustige Farben, ich fand die so cool, weil die so knallig waren. Dann hier von Zoe war meine einzige Zoe Palette leider. Also da würde ich mir vielleicht auch gerne noch eine holen, weil die haben wirklich tolle Sachen. Und zwar ist das eine Lippenpalette, gib mal auf, Junge. Genau. Und wie man sieht, habe ich meistens die hier benutzt. Weil ich so dunkle, knallige Farben einfach liebe. Und die sehen auch am besten an mir aus, finde ich. So, dann haben wir hier noch die Mandy Palette, die wird vielleicht vielen von euch sogar bekannt vorkommen. Und die sieht schon wirklich aus, weil die wird sehr oft benutzt. Eigentlich immer, wenn ich was Ausgefallenes haben möchte, dann benutze ich diese Palette, obwohl ich hier so viele Lidschatten habe. Aber da denke ich irgendwie nicht dran, ich denke immer nur an diese Palette. Und die ist eigentlich auch bei mir im Schrank unten, beziehungsweise nicht im Schrank, sondern auf dem Schrank, wo sie immer griffbereit ist. Und da habt ihr einfach so viele Farben. Glänzende, matte, wirklich. Und wie ihr seht, die Grautöne sind schon voll weg, weil ich die einfach oft benutze. Ich gehe immer von meinem Oberteil aus, wenn ich mich schminke. Und ich habe einfach meistens schwarz an, wie jetzt zum Beispiel auch, oder grau. Und da, ne? So, und dann bleibt eigentlich nur noch mein Make-up übrig, was ich so habe. Und da sind einfach viele Griffe ins Klo dabei. War gerade die Speicherkarte voll. Ich muss mal schauen. Ich hoffe, ich sehe nicht anders aus. Aber ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen die Kamera anders eingestellt, aber ja. Genau, eigentlich gibt es hier noch Make-up, also wir sind fast fertig. Und da sind einfach einige schlechte dabei, beziehungsweise was heißt schlecht, für mich nicht funktionierende. Das hier zum Beispiel von Olas Essentials BB Cream. Die ist zwar schon in Light, aber ist mir immer noch zu dunkel. Also macht Ränder nicht gut. Dann haben wir hier noch die BB Cream von Nivea, die ziemlich schlimm aussieht. Ja, das hasse ich eh. Wenn man solche Verpackungen hat und wenn da Lippenstifte oder so hinkommt, dass man das einfach nicht mehr wegmachen kann, dass es wirklich reinschmilzt, sich reinfrisst, keine Ahnung. Auch in hell. Auch zu dunkel. Die sind nämlich alle zu dunkel. Und es ist echt so zu kotzen. Oh. Da, erzählt mir mal bitte, seht ihr das? Was daran hell ist. Also es ist wirklich mega dunkel. Es ist richtig dunkel. Das kann ich wahrscheinlich benutzen, wenn ich, was weiß ich, 10 Wochen im Solarium war oder so, also. Aber gut riechen tut's. Ja. Dieses Make-up von Alberta, das habe ich erst gekauft und das ist cool, aber auch ein extremer Maskeneffekt. Ja, ich suche mir immer extrem deckende aus und das ist eigentlich bescheuert, weil eigentlich hat man dafür ja Concealer. Und ja, maskenmäßig, so wie das, was ich drauf habe, ist auch ziemlich maskenmäßig. Ja. Ist aber auf jeden Fall trotzdem gut, wenn man sich da ein bisschen konturiert und so, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Außerdem könnte man es ja trotzdem vielleicht als Concealer benutzen, also punktuell auftragen. Habe ich zweimal, ja, ich habe nichts ausgelernt. Zweimal diese BB-Cream von Garnier gegen Pickelhaut. Fettige Mischhaut, genau. Und Anti-Unreinheiten. Ich weiß nicht, warum ich die gegen fettige Mischhaut gekauft habe. Also ich denke mal, es war ein Fehlkauf, weil ich habe schon ewig keine fettige Haut mehr. Ich habe viel zu trockene Haut und da einfach Anti-Unreinheiten. Und Anti-Unreinheiten bedeutet meistens eben gegen fettige Haut, weil es eine pubertierende Haut ist. Und bei mir ist aber so, dass ich Pickel von zu trockener Haut bekomme. Und deswegen sind die eigentlich nichts für mich. Ich benutze sie manchmal, aber dann wirklich nicht mehr als einen Tag, also nicht zwei hintereinander oder so, weil ich dann wirklich meine Haut sich schuppt und noch viel mehr abgeht, weil sie einfach zu trocken ist und die ist ja noch mehr austrocknen mit der Salicylsäure oder was da drin ist, also man riecht so. Das ist einfach das Antipickelzeug eben, das Standard-Antipickelzeug. Und ja, ich will es halt noch aufbrauchen und danach muss ich mich mal wieder umschauen. Auch hier, falls jemand von euch auch so blöde, extrem trockene Haut hat und auch noch relativ hell,
wenn ihr eine gute BB-Cream kennt oder so, oder ein gutes Make-up, das gut deckt, aber nicht maskenhaft ist, dann bitte in die Kommentare damit. Damit würdet ihr mir wirklich einen riesen Gefallen tun. Ich suche nämlich schon Jahre und ich finde einfach nichts, was passt. Ich wäre schon glücklich, einfach eine BB-Cream in meinem Hautton zu finden, die mich nicht austrocknet, wirklich. Ja. Genau, dann haben wir hier die von Essence, die BB-Cream, und ich glaube, Natural, gibt es da noch eine hellere, dass ich mich da vergriffen habe. Aber ich finde die halt alle zu schade zum Wegschmeißen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht irgendwie mische, aber einfach, ja, mit der zu helfen, brauche ich es nicht mischen, weil das ist mein Hautton. Vielleicht im Sommer oder irgendwann, die ist auch mega dunkel. So, dann habe ich hier noch Maybelline Spring Satin Liquid. Zahnschmelzendes Make-up. Warum die unsichtbare Flecken? Ich glaube, dieses Make-up war mir auch zu dunkel. Also ich weiß nicht, auf einmal hat es so wusch gemacht und dann war mir alles zu dunkel. Genauso wie das, ich hatte früher immer das, ich habe das geliebt. Ich fand, das hat sich gut auf der Haut angefühlt, dieses Cream Matte Mousse. Ich habe es jahrelang genommen, immer in der Farbe Born. Und entweder haben die dunkler gemacht, was ich eigentlich nicht glaube, oder meine Haut, keine Ahnung, was mit meiner Haut passiert ist. Weil ich weiß noch, als ich die früher drauf gemacht habe, da sah ich manchmal aus wie ein Geist, ja. Und jetzt ist sie mir viel zu dunkel. Also keine Ahnung, was passiert ist. Und das war auf einen Schlag. Auf einen Schlag war alles irgendwie zu dunkel. Genau, hier ist noch Lidschirm, der gehört ja eigentlich nicht rein. Aber wahrscheinlich, weil er irgendwo mal hinpasst. Und dann haben wir hier noch von Manhattan Calypso Shine Powder Pearls. Die sind ganz witzig. Das sind ja solche Perlen. Dann macht man einfach so und dann macht man sich das so hin. Oder glitzert man. Beziehungsweise hat so einen Glow. Ja, sieht ganz hübsch aus, muss ich schon sagen. So, meine Lieben, das war jetzt also mein Schminkkoffer oder beziehungsweise meine Schminksammlung. War ja auch das von unten. So viel wie manch andere ist es nicht, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es so wenig ist. Also ich habe schon eine gute Auswahl, finde ich, bis auf Make-up, da ist einfach alles so dunkel. Ich würde sehr interessieren, ob euch das Video gefallen hat. Und ich brauche auf jeden Fall bald eine andere Lösung, wie ihr merkt, weil Lidschatten explodiert hier raus oder ich muss mal richtig ausmisten. Mal schauen. Vielleicht doch ein Schminktisch. Der Hintergrund gleich durch den Schminktisch. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal.